Ja, hallo Leute, und herzlich willkommen zur nächsten Runde Empyrion. Wir haben hier den Raider mehr oder weniger gelootet. Ich habe leider den Kern nicht gefunden. Sorry nochmal dafür. Und wir sind jetzt auf dem Weg zum Eternal Glaze. Ich hatte allerdings gestoppt. Ich hoffe mal, er ist immer noch da. Oh ja, er ist immer noch da. Das machen wir diesmal ein bisschen anders. Bloß nicht gegenfliegen, schön nah ran. So. Ja, wir kleben hier mal wieder fest. Einen Kern haben wir dabei. Wir sind dicht dran. Ich flieg da mal so rüber. Ja, ich habe allerdings auch bei dem Raumschiff schon wieder vergessen, wo er war, aber er war irgendwo so in der Mitte, ne? Da muss ich aufpassen bei dem einen Ding. Genau, hier ist RCS hinter. Da, ach, der ist schon, ist er schon frei? Nee, ist noch Glas vor. Vielleicht ist ja irgendwo das Glas schon weg. Anscheinend nicht, ne? Nee, es ist leider überall noch da. Dann müssen wir kurz hier das Glas wegsprengen. Ey, so ist es doch auch mit dem Kerl ganz schön, ne? Wenn man den gleich so sehen kann. Ui, da müssen wir unbedingt neue machen. Wir haben nur noch 29 Sprengungen vor uns, dann ist alles weg. Zumindest ist es schon mal gesprungen. Der Panzerglas. Das dauert aber auch immer lange. Mach kaputt, das Ding! Immer noch nicht. Wir haben auch gleich keine mehr. Was hast du denn noch? Oh, das hättest du aber auch mal schaffen können, ja, ey. Das müsste reichen. Schon hier wäre das Glas weg. Das kann nicht wahr sein. Es war fast gar nichts an HP. Na, endlich, Mann. Haben wir mal eine schwere Geburt, ey. So, Kern drin. Das ist jetzt unser Raumschiff. Sehr, sehr schön. So, da kann das Gelute losgehen. Allerdings, naja, es ist nicht viel übrig geblieben. Also beim Loot nehme ich euch jetzt hier noch mit. Dann werde ich das Ding auch so mehr oder weniger auseinanderbauen, weil ich das alles haben will. Da mache ich dann für euch einen Cut, ne? Wir gucken erstmal, was es so an Loot gibt. Da der sich so gedreht hat, kann es natürlich sein, dass das ganze Loot irgendwo in Kisten im All rumschwebt. Nämlich auch wieder dieses ganze tolle Panzerglas. Das brauche ich voll auseinander. Ich brauche sowieso gerade Futter. Sandwich. Hier, Milch gibt auch ein bisschen was. Brauche ich mir auch rein.
Ey, gibt's echt fast gar nichts mehr, wa? Voll geil, wie hier die Wachen noch rumstehen. Ey, war mal das Cockpit. Ist sogar noch ein Container. Ja, Miniguns, Viscosium und Pentaxid. Ja. Hier drüben noch irgendwas? Tja. Also ich finde nichts. Hier vielleicht noch. Tja, bis jetzt eine ziemlich maue Ausbeute. Ja, Platz haben wir eigentlich erstmal noch genug. Ja, da würde ich sagen, ich mache hier mal für euch einen Cut. Und wir sehen uns dann wieder, wenn ich hier die wichtigsten Sachen ausgebaut habe. Da bis gleich. So, Leute, da bin ich wieder. Ich bin quasi fertig, wie ihr seht. Ich habe den jetzt nicht komplett auseinandergenommen. Oh, wo es hier weitergeht, habe ich hier auch noch eine Düse vergessen. Die nehmen wir auch noch mit. Ich bin auch voll. Das bringen wir jetzt erstmal alles weg. Also den komplett auseinandernehmen, weil wir jetzt auch keine Lust zu. Wir werden noch mehr Leute umschießen. Ich habe das hier ein bisschen scheiße geparkt. Wie war das? Von der Seite komme ich rein, ne? Ja, so. Was für unsere Kiste hier? Nicht wirklich. Ach ja, doch. Unseren Kern natürlich. So, dann brauchen wir neue Kerne, neue Sprengladungen brauchen wir auch noch. Hier tauschen wir erstmal wieder auf Bohrer um. Achso, nee, warte mal, ich brauche noch mehr. Kerne-Import. Das, das, das hier. Hier, hier, Tisch und Tisch. Ich glaube, das war's, ne? Ja, hier haben wir auch die großen Zellen. Müssen wir nochmal in die erste Lootbox. Bauen wir da ja hier gleich wieder Blöcke dahin. Beete auch dahin. Wo sind denn meine ganzen Fettzellen? Achso, hab ich schon abgelegt. Nicht aufgepasst. Wir haben auch schon 7 von der Crew. Ja, und dann haben wir noch 2 Waffen. Also in die dritte Tisch. Wir haben Flammenwerfer. Ja, und dann geht es ja weiter zum Erkunden hier. Packen wir das erstmal alles wieder ein. So, zack, sind wir damit fertig. Den lassen wir noch hier. Ja, zurück zum Magnesium-Asteroiden. Ja, Düsen habe ich natürlich mal wieder nicht ausgemacht. So, Pfeil nach vorne und F. Und es klappt trotzdem nicht. Oder muss ich so machen? Das ist irgendwie.
völliger Müll ist das einfach, dass man da festklebt. Und wie gesagt, das gab es auch früher gar nicht so. Da war der Silizium. Aber naja, okay, ey. Wenn der schon mal hier ist, komm, den nehmen wir auch mit. Was ist denn da los? Ah, das ist bestimmt der Raider, weil wir da. Genau, weil wir da den Kern nicht gefunden haben. Oh, Waffen sind soweit ganz gut eingestellt. Da fliegt auch schon wieder was rum. Aber ist nur die Corvette. Aber warte mal. Es ist bestimmt die kaputte, ne? Ja, die bewegt sich nämlich nicht. Vielleicht kriegen wir ja da noch irgendwas Geiles. Tja, Piraten, hättet ihr euch mal hinter mir versteckt. Bloß nicht gegenfliegen. So, Pfeil nach hinten und F. Ja, ich bin tatsächlich rausgekommen. Stehe ich wirklich so bescheuert? Sich nach dem Aussteigen noch ein bisschen drehen. So nicht hier, warum es überhaupt, wenn man einen Schwerkraftgenerator hat, im All schräg sein soll. Es dürfte eigentlich völlig egal sein, wie man steht, man müsste eigentlich immer gerade sein. Aber naja, das soll uns nicht stören. Ich schweb mal einfach so rüber, ich hoffe mal, ist eine gute Idee. Hallöchen. Was ist jetzt? Ey, hier gehen sogar noch welche. Das ist ja geil. Ein Piratensoldat. Habt ihr hier nur Schwerkraft oder was? Okay, nicht wirklich. Nicht wirklich. Ja, wir sind doch Kumpels hier, ne? Ihr habt doch bestimmt nichts dagegen, wenn ich hier euch mal euer Zeug wegnehme, oder? Ah, nee. Darf ich gar nicht. Weil die noch nicht ganz vernichtet sind hier. Okay, Piraten, dann klaue ich euch halt nichts. Ich habe jetzt noch keinen Bock, Stress mit euch zu kriegen. Gut, dann war das ein Satz mit X, nämlich nix. Das da mit dem Raider nervt mich schon so ein bisschen. Was will man machen? Oh, ich habe ja kaum noch Sauerstoff. Wo war er da? Weil ich gerade Hunger habe. Food Output, was brauchen wir denn? Ein Burger. Zack, Burgerin hier. So, jetzt aber weiter hier. So, da war unser Magnesium. Silizium muss hier irgendwo in der Nähe sein. Da oben, ne? Wieder mit dem Pfeil genommen, es klappt einfach nicht.
Schlimmes zu sehen. Was war das da? Oder Raider. Brauchen wir noch zwei Felder hier? Alles, oder? Ja, warte mal. Oh. Da ist noch ein Fleck. Seht ihr, das macht einen nämlich wuschig, weil er immer noch ein Ausrufezeichen hat, dieser scheiß Raider. Ob ich den mal voll zusammenschießen soll, ey? Diesmal packen wir ein bisschen besser, ey. Ich stelle den trotzdem hier hinten wieder ab. Ist keine Lust reinzufliegen. Also ich hatte das übrigens, als ich ihn gebaut habe. Ja, noch nicht angedockt. Dock an, Mann. Na siehst du, geht doch. Da hatte ich das so gebaut, dass hier eine Landeplattform war. Das sah aber völlig scheiße aus. Und habe ich dann wieder weggemacht. So, weiter. Jetzt wollen wir uns auf jeden Fall nochmal unser Magnesium holen. Wie gesagt, ey, ich weiß nicht, ob es eine Idee ist. Ey. Einfach mal... Asteroid ist da. Ey, schieß mal noch mal ein bisschen auf den drauf, ey. Da kommen auch schon wieder Piraten. Und da kommt was Rotes. Das dürfte sich mit den Piraten treffen, oder? Nicht unbedingt, aber könnte sein. Scheiß Raider. Schießt den durch den durch. Wie sieht das denn so aus? Gehen da überhaupt Blöcke weg? Sieht irgendwie nicht so aus, ne?
Aha. Nee, da ist das Ausrufezeichen. Ich wollte gerade sagen, es ist weg. Fliegt einfach so durch. Weil er mich stört. Ich suche noch ein bisschen weiter. Ich mache hier gleich wieder für euch einen Cut. Würde ich mal sagen, oder? Kommt, ich mache hier noch einen Cut für euch und guck mal, ob ich den Kern nicht doch finde. So, Leute, da bin ich wieder. Der Cut, ne? Der läuft jetzt 10 Sekunden, ne? Jetzt schaut euch das hier mal Da ist der Kern. Da bin ich doch schon zigmal drüber gelaufen, anstatt ich einfach mal da reingucke, ne? Komme ich da irgendwie von unten ran? Ist wahrscheinlich hier irgendwo ein Weg, ne? Weil, ey, das ist schon wieder Panzerglas und ich habe doch nur noch 4 Sprengfallen. Ah! Wir brauchen Sprengfallen. Der produzieren wir uns doch jetzt mal schnell. Oh mein Gott, ey, da suche ich so lange rum, ey. Und dann ist der da unter dem Bullauge. Licht brauche ich hier nicht. Ist so ein Mist, ey. Bist du nur am Werkeln? Nee. Oh ja, yeah. Wir können dann auch mal die Munition, unsere Waffen umändern. Wunderbar. Tisch. Waren die Sprengfallen hier? Ja, da sind sie doch. Ich brauche richtig viele davon. Machen wir 200. Boah, die dauern nur noch ein bisschen lange, ne? Ja, immer gut, dass wir so viele Kraftstoffzellen eingesammelt haben. Lala. So, dann haben wir ja ein klein wenig Zeit. Ist natürlich hier von der Munition ein bisschen übertrieben. Für den Rucksack. Aber mit den 13 schon durchs Panzerglas kommen, kann ich jetzt hier nicht so genau sagen. Stimmt, hier ist nur Sauerstoff drin. Aufbrauchen. Lassen wir den da unten erstmal ein bisschen produzieren. Da ist unser Kistchen. So, Plasmawerfer. Dafür legen wir raus. Laser-SMG braucht Laserpistolenzelle. Dann würde ich doch sagen. Kann man die reparieren? Ja, 7 Reparaturen übrig. So, wir nehmen die mit. Dann packen wir die Pistole raus. Pistolenmuni auch. Laser-SMG. 2000 Muni. So, zusätzliche Muni ballern wir hier hin. Motorrad mal nach da. So, Snipergewehr behalte ich dabei. Tja, Pulsgewehr. Ich pack doch mal das Snipergewehr raus und nehme mal einen Plasmawerfer mit. So, Scharfschützenmuni dahin. Das Gewehr würde ich gerne noch erstmal behalten. Müssen wir uns noch ein, weil Lasergewehr jetzt nicht mit habt. Das habe ich irgendwo in eine Base gepackt. Und ihr kommt da unten hin.
So, jetzt nehme ich mir den neuen Kern noch mit. Nee, warte mal, ich muss da raus. Oh, Sprengfallen abholen. Achso, da brauche ich eigentlich nicht hinlaufen, ne? Zack. Output. Sprengfallen. Und fertig. Mal. Ach, das ist schon geladen. Da sind nur drei drin. Weil, ja, ganz ehrlich, ey, das will ich ja mal ausprobieren, ey. Hier ist die Ebene. Kill in that? Ja, aber natürlich, Alter, die Explosion ist aber ein bisschen heftig. So, jetzt ein Magazin. Das interessiert mich jetzt mal. Ah, war schon auf dem Fenster. 1314, also naja. Gerade viel ist es nicht. So, drei Schuss. Ich weiß jetzt zwar nicht, ob es schon beschädigt war, aber noch nicht mal 200. Jetzt gucken wir uns das nochmal mit den Sprengfallen an. Drei. Na, ist schon mehr. Also dürfte es eigentlich so schneller gehen. Ist er weg. Und ist da noch was hinter? Ja, aber natürlich. Da ist sogar noch ein roter Container hinter. Ist da noch was? Da ist noch so eine Lücke. Da ist auch so eine Lücke. In eine Reparaturplattform. T2. So, dann bauen wir hier schnell noch die wichtigsten Sachen ab. Die für mich wichtigste Sache. So ist richtig rum, ne? Die war da hinten. Die dicke, fette Düse. Da ist sie. Und schon ist sie weg. Die hätte ich nämlich beinahe zerstört. Ist das eigentlich? Oh ja, der besteht aus Gefechtsstahlblöcken. Das ist natürlich nicht schlecht. Leute, auch wenn jetzt die Folge hier kurz vorm Ende ist, mache ich euch hier nochmal einen Cut und nehme das Ding auseinander. Viele Cuts in dieser Folge. Bis gleich. Und da ist er wieder. Wie ihr seht, das Raumschiff hat sich in Luft aufgelöst. Hier sind so ein paar Kisten übrig geblieben, weil ich eben schon mal einmal voll war. 1500 Gefechtsstahlblöcke, 500 gehärtete Stahlblöcke und dann noch hier. Naja, so einiges an Gerätschaften. Das habe ich allerdings schon abgelegt. Damit es hier für euch ein bisschen schneller geht. Oh, ich glaube, das haben wir relativ sauber hinterlassen hier. Ja, hier. Zack, Kern nehmen wir auch noch mit. Buff. Kriegen wir nochmal 5 Computer. So, jetzt packen wir mal wieder richtig. Ach nee. Nee. Wir bauen ja hier noch ein bisschen ab. Lassen wir den da erstmal noch stehen.
Ja, mal nix. Con 1 für die Computer. Und ansonsten nur noch in die Lootbox 1. Ja, es wird immer voller hier. Ne, seht ihr hier, das war das, was ich an Gefechtsstahlblöcken gekriegt habe. Und hier von den Gehärteten hatte ich vorher schon ein paar. Ja, eine ganz gute Ausbeute. Nein! Diese Wurstfinger immer. Nee, warte mal. Ich brauche erstmal was zum Futtern. Ab ins Restaurante. Können wir uns wieder Burger reinknallen. Dann brauchen wir auch Sauerstoff. Der Powerstoff mit Sauerstoff. So, Tisch. Und Tisch. Immer wieder auf der Brücke. No, da ist unser Magnesium. Das ist nur ein Wrack. Und ich sehe auch so sonst. Zumindest im Moment noch nichts auf dem Radar. Ist irgendwo noch ein Asteroid ist. Den da haben wir ja auch schon ein bisschen geplündert. Das da. Ist auch nur ein Wrack, ne? Und da fliegt noch was Rotes rum. Naja, den nehmen wir jetzt hier in der Folge noch mit. Und dann in der nächsten Folge geht es dann runter auf den Planeten. Na, gespannt, wie viel G der hat. Es sieht halt schon wieder so von der Optik her sehr schwer aus. Das muss natürlich nichts heißen. So, stehen wir eigentlich ganz gut. Parkt
Oh, dann haben wir das Ende der Folge erreicht. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Wie gesagt, in der nächsten Folge geht's runter auf den Planeten und ich hoffe, wir sehen uns mal wieder. Bis denne und ciao.